Hallo bei der Wanne im Kreis Kolber. Ich habe jetzt noch mal schnell ein Video, bevor wir in die Saison richtig reinstarten, was man im Winter auch mit seinen Waben machen kann, um zum einen ein Stück weit die Wachsgewinnung nach oben zu treiben, zum anderen auch um die Waben besser ausgebaut zu bekommen und eben auch ein bisschen mehr Sauberkeit im Wabensystem zu haben, sprich die ganzen Brücken abkriegt, beziehungsweise wenn die Waben unterschiedlich ausgebaut sind, dass man die auf einem Maß zurückschneidet, so dass dann eine gleichmäßige Ausbauung, gerade wenn man auch Dickwaben hat oder so, dann gewährleistet ist. So sind es die Waben, die wir quasi von draußen so mit reinbringen. Man hat immer oben manchmal so die Brücken und unten. Und bei uns nicht ganz so dolle, weil unsere Entdeckungsmaschine die Waben schon relativ stark zurückschneidet. Aber selbst bei diesen Waben haben wir immer noch die Möglichkeit, dass wir über dieses Hobelmesser, was wir jetzt hier haben, beziehungsweise das ist eigentlich nur ein gebogenes Stückchen Metall, ist auch nicht besonders scharf, aber eben wenn die Waben relativ kühl sind, funktioniert das relativ gut. Und hier zieht man die einfach hier drüber. Man sieht, der Wachs fällt runter und man kann eben auch hier, wie gesagt, in der Fläche nochmal schön die Waben zurücknehmen. Und man sieht, die Waben sind wirklich schön. Das bricht auch nicht zu dolle aus. Und die Waben werden auch nicht so dolle verletzt. Und so können die Bienen die jetzt schön kontinuierlich rausziehen und die Waben dann auch schön ausbauen. Wie gesagt, so macht man die ganze Zarke durch. Wenn wir einmal jetzt hier die Zarken einmal hier haben und das Video machen, möchte ich auch gleich erklären, wie wir die Zarken dann im Frühjahr aufsetzen. Die erste Honigraumzarke ist komplett ausgebaute Waben, bis auf zwei Stück, immer die zwei äußeren. Da beim 12er der Honigraum immer im Warmbau drauf kommt, damit sie die gleichmäßig schön ausbauen und den Honig gleichmäßig hochtragen, setze ich immer als vorletzte und zweite Wabe eine Mittelwand ein. Das hat den Hintergrund, dass ich dann sehe, wie weit das Bienenvolk nach vorne geht. Werden die Mittelwände schön ausgebaut, weiß ich ganz genau, es ist kein Schwarmtrieb da. Ich beschäftige die Jungbienen gleich, gerade bei den starken Völkern, dass die auch nicht in Schwarmstimmung kommen, dass die beschäftigt sind und dann Honigraum 2, 3, je nachdem, wie viele Mittelwände ich im Jahr ausbauen muss, sind dann immer zwischen 4 und 6 Waben, also Mittelwände im Honigraum drinne. Die äußeren bleiben immer ausgebaute Waben, weil die Bienen schlecht bis zum Rand rausbauen. Deswegen ist es dort vorteilhaft, wenn ausgebaute Waben sind. Dann kommt immer im Block von Mittelwänden rechts und links und in der Mitte kommt auch wieder ein Block von ausgebauten Waben, dass die Bienen sich dort nach oben ziehen, schon mal den Honig antragen können und dann zur Seite raus die Mittelwände ausbauen. Was sich auch nicht bewährt hat, ist immer eine Mittelwand, eine ausgebaute, eine Mittelwand, eine ausgebaute, eine Mittelwand, eine ausgebaute. Da passiert das, dass sie die ausgebauten extrem dick machen und die Mittelwände relativ schmal halten. Nach dem ersten Schleudervorgang ist das dann auch wieder korrigiert, aber man hat, also wir haben die besten Erfahrungen, wenn man die äußeren ausgebaut lässt, in der Mitte eigentlich dann bei den oberen Honigräumen, wenn man 4 Mittelwände ausbauen lassen will, immer 3 bis 4 ausgebaute Waben hat und dann diesen Block von Mittelwänden rechts und links daneben. Ja, das war zum einen die Erklärung für die Wachsgewinnung und zum anderen für wie wir die Aufsätze hochbringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Zum einen möchte ich mich recht herzlich für den Hobel bedanken, den hat uns einer gebaut, wo wir vor's Jahr eine Imkerreisegruppe hier hatten. Die hatte uns von diesen berichtet und hatte mir freundlicherweise einen gebaut und dann gleich hergeschickt. Jetzt haben wir wirklich mal ausprobiert und ich bin wirklich sehr zufrieden. Und was ich noch zeigen wollte, wie das Produkt aussieht, quasi, was da rauskommt, ne? Wirklich schöner, feiner Jungfernwachs. Und extrem hochwertig. Und wenn man hier ist, das wirklich schon eine ganz schöne Sache. Und vor allen Dingen, was mich auch begeistert, dass ich relativ wenig Dreck habe bei dieser Art
der Wachsgewinnung. Gut, das war's. Also wie gesagt, vielen Dank dafür. Tschüss.